Hallo liebe Freunde, willkommen zurück zu Mass Effect 3. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht. Und einerseits, es kommt ja auch bald Andromeda, sprich Mass Effect 4. Ist ja nicht mehr so lange hin, noch ein halbes Jahr. Pi mal Daumen. Naja gut, das ist aber auch ziemlich lange. Aber eigentlich hätte ich es mal cool gefunden, wenn man bei Mass Effect auch mal... Na, wie soll man sagen, so andere Rassen spielen könnte, so die Story. Zum Beispiel, was weiß ich, dass man mal sagt, ja, wir sind jetzt mal ein Krokaner zum Beispiel. Dass man so die anderen Parts zwischen den Parts, dass man auch mal Shepard treffen kann. Was weiß ich, dass er mal auf einen zukommt, dass man irgendwas macht und so. Aber dass man einfach mal ein Krokaner zum Beispiel ist und dann die T'Chanka-Geschichte. Ja, irgendwie spielen kann. Das wäre ganz cool. Oder die Vorgeschichte, wie es zu Gene Farge kam. Oder dass man zum Beispiel die Turia, die Quarianer spielen könnte. Gut, die haben wir jetzt noch nicht so gesehen, kommen aber noch. Gegen die Geth, wie das auf dem Planeten abgelaufen ist und so weiter und so weiter. Also es gibt so viele Möglichkeiten, die man mal hätte spielen können. Und ich hoffe, die Entwickler werden auch mal in dieser Richtung auch irgendwas machen. So, Zwischenteile. Und, sowas in der Art. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ich bin auch, ich bin auf jeden Fall sehr auf Andromeda gespannt. Aber, noch sind wir bei Mass Effect 3 und wir laufen erstmal hier los. Wir müssen links, glaube ich, hoch, ne? Ja, da hinten ist jetzt was. Verdammt, falsche Tür. Er braucht sie lebend, um Cerberus aufzuhalten. Cerberus hat es auf eine turianische Kolonie abgesehen. Wenn ich sterbe, kriegen sie sie. Sagen Sie meinen Namen. Shepard untersucht die Sache. Ich habe ihn erst kürzlich kennengelernt. Wie kürzlich? Ziemlich. Lange her, Said. Shepard. Zum Glück habe ich mich nicht wegen einer Ahnung zum Affen gemacht. Undisziplinierte Mistkerle. Das hat man von einer Verpflichtung in letzter Minute. Wo ist Korlak? Ich bin hier, Commander. Ich... Ohne sie wäre ich gestorben. Nur weil die Turianer dachten, ich wäre noch bei Cerberus. Sie hätten es vermeiden können, sagen wir mal. Oder? Ja, das heißt so du, ne? Und so abtrünnig ein bisschen. Wenn das Leben in Gefahr ist, geht man zu C-Sicherheit. Um ins Gefängnis zu kommen? Nein. Nicht nach dem Schaden, den ich angerichtet habe. Was haben Sie Cerberus über die Kolonie gesagt? Es geht um die Verteidigung eines turianischen Planeten. Sie greifen bald an. Aber wenn ich ihnen den Planeten nenne, weiß Cerberus, dass ich ein Verräter bin. Sie haben längst ihr eigenes Volk verraten. Wir haben ihr Leben gerettet. Los, wie heißt der Planet? Ich biete einen Handel an. Die Volos Bomberflotte. Taktisch gesehen ist das mehr wert als eine Kolonie. Oder sie geben uns beides. Sie können die Turianer vor dem Angriff warnen, Commander. Das müsste reichen, damit kein Verdacht aufkommt. Schlagen Sie ihn, Said. ich will die Sicherheit der Kolonie, ich nehme die Bomber. Sie sind besser als das. Sie wollten schon mal das Richtige tun, haben dabei aber den falschen Leuten vertraut. Das ist ihre Chance zur Wiedergutmachung. Sie geben uns die Unterstützung der Volus und helfen uns, Cerberus zur Rechenschaft zu ziehen. Ich kann nicht. Oh doch. Es ist Zeitverschwendung, an das Gute in einem Volus zu appellieren, Shepard. Elfus. Die Kolonie heißt Elfus.
Cerberus will ihre Werften. Und die Bomberflotte? Sie gehört Ihnen, Commander. Ich werde mit C-Sicherheit über diesen Vorfall sprechen. Ich danke Ihnen sehr. Hat lange gedauert, bis er endlich geredet hat. Said, was machen Sie denn hier? Später. C-Sicherheit ist unterwegs. Wird nicht erfreut über diese Sauerei sein. Sie finden mich bei den Docks, wenn Sie wollen. Jo. Wir haben eine neue Flotte. Juhu. Und einen neuen Auftrag. Und wir wollen jetzt mit Said quatschen, erst bei den Docks. Und das machen wir auch. Spektrum-Status erkannt. Wählen Sie bitte ein Ziel aus. Wartebereich oder Normandy Dock gebucht? Als für Sie von Interesse markierte Bereiche sind im Fahrstuhlmenü hervorgehoben. Einen Moment bitte. Ja, einer von den beiden Orten, da wird er irgendwo stehen. Ankunft in Andockbucht D24. Sergeant, ich habe einen Plan. Er hat den Planeten. Bisher gibt es noch keinen Nachfolger für die Position von Razia Donald. Eine Woche vor den Reapern hat mein Bruder mir ganz aufgeregt. Okay. Hier ist auch kein Said. Hier ist auch kein Said. Ist er echt bei den Flüchtlingen? Eine Panzerung in Weiß und Gelb. Na ja, dann. Ich weiß das nicht genau. Vielleicht kann man ihn nochmal rekrutieren. Spectre-Status erkannt. Wählen Sie bitte ein Ziel aus. Docks, warte, genau. Also man kann sich hier stundenlang mit aufhalten. Notunterkünfte für Zivilisten. Bis zum Erbrechen. Ah. Bei der 7. Aber man kann sich wirklich stundenlang aufhalten. Man vergisst die Zeit einfach. Und das liebe ich an diesem Spiel so. Nee. Sag mal, bin ich jetzt vorbeigelaufen? Bei der 7, ach da. Na los. Und ich glaube, ihr mögt sowas auch. Bei dem Spiel. Dass man so viel machen kann. James? Commander, was führt Sie hier runter? Das wollte ich Sie gerade fragen. Naja, nach unserer Unterhaltung. Ich habe beschlossen, dem N7-Programm beizutreten. Und das feiern Sie mit einer Tätowierung? Ja, so ungefähr. Wissen Sie, es gibt im Moment ja keinen offiziellen Kanal. Also mache ich es auf diesem Weg offiziell. Eigentlich bin ich ja nur ein N7-Rekrut. Aber mit Ihnen als Ausbilder kann ich gar nicht scheitern, richtig? Willkommen beim Programm. Ja, sagen wir es einfach. Wohl, Ihr Ausbilder? Sehr schmeichelhaft. Aber ich bilde Sie doch gar nicht aus. Nicht offiziell. Aber was zählt das schon in diesem Scheißkrieg? Ich meine ja nur, Sie sind mein direkter Vorgesetzter und Sie gehören zur N7. Also sind Sie mein Vorbild. Und wissen Sie, ich nehme von Ihnen jeden Rat an. Wirklich? Sicher, wenn er gut ist. Man würde Sie nicht fragen, wenn man Sie nicht für fähig hielte. Hoffen wir es. Jetzt beginnt die richtige Arbeit. In Ordnung. Ich weiß, ich wirke nicht besonders ernsthaft, aber wenn ich etwas beschließe, dann richtig. Offensichtlich. Hey, ich werde Sie nicht enttäuschen. Enttäuschen Sie sich nicht selbst. Sie müssen nur einer Person was beweisen, nämlich der, die Sie morgens im Spiegel sehen. Da haben Sie recht. Das wird ein paar Tage wehtun. Sind Sie überhaupt dienstfähig? Ich reiß mich nicht darum, meine Panzerung anzulegen. Aber dienstfähig bin ich immer. Das hört man gern. Ah, Vorsicht! Sauber, zwei Ruf bekommen. Was zum Teufel glotzen Sie so? Nichts, gar nichts. Ha, wir haben Sekt bekommen. Hab mich schon gefragt, ob Sie kommen, Shepard. Dachte, Sie wären mit der Rekrutierung von Armeen für Ihren verdammten Krieg beschäftigt.
Ich könnte immer Hilfe brauchen. Das glaube ich. Ich habe Aufnahmen von der Erde gesehen. Ich sag Ihnen was. Ich frag rum, ob noch welche von meinen alten Kontakten da sind. Versprechen kann ich nichts, aber wenn ein paar davon noch atmen, werde ich helfen. Ja, ist doch schön. Mit wem waren Sie da zusammen? Söldner von Omega. Ich habe bei Ihnen angeheuert, als ich hörte, dass Sie Cerberus angreifen wollen. Ich hätte mir den Job genauer ansehen sollen. Achso. Söldner von Omega. Ich habe bei... Willkommen bei Batarian State Arms. Ja. Ja, wir haben ja dadurch unsere Flotte noch stärker gemacht. Weil so Veteranen dazu zu gewinnen, ist schon heftig. Und vor allen Dingen solche Leute wie Said. Sind zwar dumm, aber sie können schießen. Spektrumstatus erkannt. Einen Moment bitte. So. Und von daher. Da. Missionsüberblick. Wieder hochscrollen. Nee. Ja, das geht irgendwie nicht. Ein Arzt hat gesucht nach einem Servus-Gift. Das finden Sie die Probe, das Toxin liefern Sie. Ja, das ist unterwegs irgendwo. Ja, das dauert noch. Auch nicht. Auch nicht. Ein Kriegsstrategen der Asari benötigt Fragmente von Reaper Codes, um feindliche Bewegungen vorherzusagen. Finden Sie ein Reaper Code Fragment und bringen Sie es. Naja, können wir alles noch nicht machen. Gut. Und in Andockbucht D24. Alles klar. Ja. Vor und da sind Sie sich völlig sicher? Ein, zwei Folgen habe ich ja schon angesprochen, das mit Miranda. Und ich bin immer noch der Meinung, hätten wir es, wären wir vielleicht direkt hingefahren oder geflogen, dann hätten wir es machen können mit ihr. Dass wir mit ihr sprechen und so weiter. Auch mit James wahrscheinlich. Commander? Ja, du hast auch nichts? Ja, dann. Nein, das wollte ich gar nicht. Nochmal ganz kurz zurück. So. Okay, jetzt aber. So. Wir haben ehemalige Cerberus-Wissenschaftler finden, Asari-Kolonie untersuchen, Citadel haben wir ein paar Sachen, Artefakt finden, mit Quarianern reden. Ja, wir fangen einfach mal hier unten an. Wir gehen jetzt mal ins Milan-Nest, das Artefakt suchen. Und mal schauen, ob wir das noch gut sehen. Signal bestätigt. Untersuchen. Ah, gut, wir haben voll. Ja, jetzt nicht, Reaper. Haben wir keine Zeit für. Scanner starten. Ja. Ja, das war's auch schon. Pfeiler der Stärke. Lauf. Flieg. Ausweichen erfolgreich. Da. Können wir noch hin? Hier ist noch bei Vular was. Gut. Da fliegen wir auch gleich an. Ich habe etwas gefunden. Ja. Ah, auch nur ein Scan. Na komm, da ist es. Schwarzmarkt-Artefakte.
So. Und weg hier. Was Reaper umgangen. Hier müssen wir gleich nochmal hin. Wow, sie sind immer noch hier. ULG-Sprung erfolgreich. Wie kriegen wir das jetzt hin? Wenn wir da einfliegen, schaffen wir es wahrscheinlich nicht mehr zurück. Probieren wir es einfach mal. So. Signal bestätigt. Untersuchen wir. Hoffentlich genug Treibstoff. So 300 wären cool. 100 nur. Da ist noch was. Scanner starten. Naja, falsche Richtung darf es sein. Oh, was kriegen wir Schönes? 10.000 Credits. Super. Wegen Cash sind wir hergeflogen. Ausweichen erfolgreich. Ja, wir müssen erstmal hier oben hin. Und hier weg. Reaper umgangen. Na, hier haben wir keine Reaper. Wir müssen aber ganz kurz dahin, einmal tanken. Ich hoffe, da gibt's Dings und Sprit. Treibstoff. Ja. Haben wir genug Geld? Ist hier irgendwas? Nee. Ach, hier waren wir übrigens schon. Mit Noveria und Co. Das heißt, wir werden. Oh, das mir lässt. Nochmal dahin. Ich weiß. Ich will das eine da noch voll machen, dass wir hier auf 100% sind. Lass mich in Ruhe. ULG-Sprung erfolgreich. Woher? Auch nur 66%, da gibt's auch noch was. Oh oh. Ausweichen erfolgreich. Ja, das können wir erstmal vergessen. Die wissen, dass wir hier sind. Jetzt wird's knapp. Reaper umgang. Uiuiuiuiui. Da gehen wir hin. Wir haben gar keinen Sprit, weil wir fliegen müssen. Das war gerade dumm von mir. Aber wir haben schon ein bisschen Zeit. Ich habe etwas gefunden. Ah, sie hat was gefunden. Pietas. Scanner starten. Na, komm. Und, was gibt's Schönes? Fundbüro, 10.000 Credits. Super, was soll denn das scheiß Geld? Und? 200. Das ist weit weg. Ah, das kriegen wir hin und zurück hin. Na komm. Nee. Na gut, anfliegen und landen. Ja, und wir haben Ashley am Start. Können wir das Auswählen noch ändern? Na, halt. Hat die aber auch so spitze Hupen. Einmal reicht. Echt, lassen wir es nochmal. Und da du dich erst hatte, James haben wir ja erst mit Tätowierung, dann lassen wir mal kurz Pause und dafür nehmen wir Gareth mit.
Und bei Ashley müssen wir ein bisschen was an der Ausrüstung ändern. Schaden weniger. Aber wir bleiben bei dem hier. Präzisionsgewehr, nein. Erhöhte Schaden. Einmal nehmen wir den Durchschlag und den Schaden auf der 3. Ja, genau. Okay. Und hier haben wir noch die Avenger. Also aktuell wäre die Festen am besten. Das heißt nicht so, oder? Voll poetisch. Oder wir nehmen die Revenant. So. Magazin. Vorsichtig erstmal. Durchschlagskraft, erhöht den Schaden. Scheiß auf die Medizin, wir nehmen die 3 und die 4. Die 3 und die 4, sag ich. Erhöht den Schaden und das ist Zielen. Haben wir sonst irgendwas? Ja, wir können bei uns schauen. Obwohl, nö. Wir sind ein Reaper. Wir haben 17 Punkte. Ja, damit können wir auch schon mal arbeiten. Dann gehen wir auf Nova. Lenken Sie die Energie Ihrer biotischen Barriere in diesen tödlichen Angriff um. Wirkungsradius um 25. Schaden und Kraft um 30%. Wirkungsdauer wie Schaden und Kraft natürlich. Aller Kräfte um 25%. In Wirklichkeit Nova 2 miteinander auszuführen, indem Sie die Barriere auch um 50% allerdings. Nehmen wir das erste. Erhöht Schaden gegen Barriereschilder, gepanzerte Ziele um 100% oder Nova hat eine Chance. Nehmen wir doch das hier. Ach, haben wir gar nicht die Punkte für. Sorry. Ja, bei Ashley. Sie soll die Granaten voll machen. Also eine mehr und 20% Schaden mehr. Gucken wir mal, ob hier irgendwas mit Schaden ist. Ja. Machen wir. Hier den Schaden, hier zwei Stück. Gegen Panzerungsschaden, ja los. Und das Scrubbed am Schütze. Verbessert die Waffenpräzision und die Feuergeschwindigkeit. 25%, Dauer um 30. Feuergeschwindigkeitsbonus um 20 oder Präzisionsbonus. Na, lieber mehr Feuergeschwindigkeit. Hat Garrus ein paar Punkte. Ja, dann können wir hier die Panzerbrechende Munition einmal wählen. Nehmen wir, Gruppenmitglieder erhalten ihre Munitionskraft mit 50% Effektivität. Ja, nehmen wir. Bestätigen. Wie sieht's aus? Wie lange sitzen die Wissenschaftler hier schon fest? Davon steht hier nichts. Sir, ich empfange Funkverkehr von Cerberus-Männern, die das Depot angreifen. Die Wissenschaftler angreifen? Und so wie es sich anhört, sind noch weitere Soldaten unterwegs. Setzen Sie uns ab und verschwinden Sie. Ich brauche diese Wissenschaftler lebend. So, da haben wir noch ein ehemaliges Crewmitglied aus Mass Effect 2.
Ja, wenn es euch gefallen haben sollte, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen da und habt einen wunderprächtigen Tag. Danke fürs Zusehen. Wir schneiden diese Stelle raus und dann sind wir dann morgen wieder da. Nächstes Mal, so heißt es. Haut rein, Leute.